Meine Damen und Herren, der Film All Quiet on the Western Front, nach dem berühmten Roman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, wurde vom WDR neu bearbeitet. Wegen seines auch heute noch brisanten Inhalts und seiner Länge von fast 140 Minuten wurde der Originalfilm seit seinem Entstehungsjahr 1930 mehrfach gekürzt. So lief er in den 50er Jahren in Deutschland in einer Länge von 125 und in den USA im Fernsehen mit 105 Minuten. Dank dem freundlichen Entgegenkommen unseres Lizenzgebers, der uns vier verschiedene Fassungen zur Verfügung stellte, und dank der bemerkenswerten Vorarbeit unseres Kollegen Labenski vom ZDF ist es uns gelungen, Im Westen nichts Neues nun in einer noch kompletteren und brillanteren Bildfassung zusammenzuführen. Außerdem haben Sie heute die Möglichkeit, auf Kanal 1 die deutsche Synchronisation und auf Kanal 2 den englischen Originalton zu hören. Diese englische Version stammt aus den Anfängen des Tonfilms und kann deshalb in ihrer technischen Qualität mit der deutschen Synchronisation nicht mithalten. Ganz abgesehen davon, dass sie nicht komplett vorhanden ist. Dennoch gemahnt die englische Originalfassung uns daran, dass dieser Film eigentlich in Deutschland hätte gedreht werden müssen. Die kriegerischen Zeiten haben dies jedoch verhindert.